Hallo Leute, ich bin's wieder, Raketenkugelwehr, und ich habe mir mal wieder einen Gastkommentator ins Boot gezogen, und zwar der Privileguan. Hi. Und wir machen weiter mit Morrowind, und ich habe gerade irgendwie Waffen gewechselt beim Aufnehmen. Interessant, welche Hotkeys man so auf Ü liegen hat. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ich guck mal gerade. Magische Klänge, paar Schriftrollen. Habe ich das jetzt gemacht, oder? Habe ich die... Schließen. Anders, habe ich diesen Schädel noch dabei? Wenn... Ja, habe ich. Okay, dann bringen wir den jetzt mal zurück. Dafür müssen wir nach hier oben. Lalalala. Viel Spaß. Oh ja, den werde ich haben. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung bei diesem Spiel. Sinnlos durch die Gegend laufen, weil man irgendwelche Gegenstände abliefern muss. Ja, kenne ich irgendwo. Vor allem hier bei Morrowind sind es nicht doppelte Laufwege, sondern 2000-fache Laufwege des Todes. Da gab es aber auch schon Zauber, oder nicht? Ja, Zauber gibt es ja auch schon. Allerdings bin ich da etwas schwächlich ausgerüstet. So, ich kann unter Wasser atmen. Ne, ich meinte mehr so Teleportationszauber. Ja, aber damit bin ich halt nicht so gut ausgestattet im Moment. Wobei, warte mal. Gibt's in Pelikiat eine Magiergilde? Händler, Herberge. Ey, wer hätte das gedacht? Natürlich nicht. Nice. Wäre ja auch zu einfach gewesen, nicht wahr? Ist aber öfter so in Spielen, ne? Achso, vielleicht sollte ich mir mal gerade noch auf Dauerrennen umschalten und Q drücken, dann läuft er nämlich einfach mal so ohne meine Hilfe geradeaus. Wie in WoW. Ich muss ihn nur noch ein bisschen lenken. Uhr und eine Stoppuhr. Stoppuhr? Nein, einen Timer wollte ich haben. So. Und zwar sagen wir mal 30 Minuten, dann haben wir 2 Folgen drin. Starten. Gut. Wow. Okay. Ist schon entspannt. Jetzt kann ich mit der anderen Hand irgendwelche Sachen machen. Zum Beispiel Wasser trinken. Ja, das klang eben, als wolltest du was ganz anderes machen, aber. Nee, das nicht beim Spielen. Nicht beim Spielen, aber sonst okay, ist klar. Okay, da stand jemand. Ja, aber die Quest habe ich schon abgehakt. Hilfe, nein. Das war auch ja, so eine. Ich kenne mich in Teil 3 absolut null aus. Oh, meine Athletik hat sich verbessert. Na toll. Ja, hab mich immer gefreut. Wie gesagt, Khajiit springen, juhu! Absoluter Leck. Nee, das war so eine typische Quest. Geh zu der Frau hin. Die Frau gibt den Auftrag, lauf in die nächste Stadt, gib einem Typen was und lauf dann wieder zurück zur Frau. Ja, geil. Also. Pferde, Reittiere oder so? Nein, hier noch nicht. Erst ab Oblivion. Ja. Geil. Es gibt hier nur so ein Schnellreisesystem mit so Zauberern, die dich durch die Gegend schicken können, und Schlickschreitern heißen die Viecher. Aber wir sind ja auch schon fast da. Lalalala. Dauert ja auch gar nicht lang. Nein, überhaupt nicht. Upsala, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Wir können uns immerhin dabei angucken, wie wir durch die Gegend laufen. Innovation. Absolut. Was spielst du da überhaupt für ein Vieh? Ich spiele einen Agonia, so eine Echse halt. Muss ich hier lang? So, entweder sehen die in Teil 4 ganz anders aus oder sind andere? Nein, die gibt es auch in Teil 4. Oh, ein Höllenhund? Na toll. Moment, erstmal gerade. Mortal Kombat! Din ja. Okay, tot. Nom, Hundefleisch. Lecker. So, wieder dasselbe Spiel, Q drücken und laufen. Die Maus bewegen. Ja, ab und zu mal. Hand aus der Hose lassen. Ja, das ja. Das passt schon. Na, wir haben es wirklich nicht mehr weit. Ganz schön abgefuckte Gegend irgendwie. Ja, schon so ein bisschen.
Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich getippt, dass hier irgendwo Drachen sind, aber es hat sich doch als Fehlvorhersage herausgestellt. Ich wollte auch gerade sagen, aber... Fehlvorhersage, was ist das für ein Wort? Das gibt's... Boah! Ey, Wörter erfinden mit Raketenkuh. Caldera Balmora. Hier müssen wir lang. Wobei, angeblich gibt's ja in dieser Spielserie wirklich Drachen, aber nur ganz, ganz weit oben. Da ist wieder endlos lange laufen, um dann zu merken, so toll sind die gar nicht, yay. Nein, nein, ganz, ganz weit oben, da oben. So im Himmel. Also nicht auf dem so. Berg, sondern irgendwo. Im Himmel fliegen sie rum und haben ihren Spaß. Es gibt ja immer in diese. Es gibt ja so als Running Gag diesen Malik der Lügner. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Das ist so ein Khajiit. Und der erzählt einem unter anderem auch hier in dem Spiel davon, dass es wirklich Drachen gibt. Nur dass man ganz hoch fliegen muss, um sie zu finden. Okay. Und da der Typ ja eigentlich gar kein Lügner ist, sondern die Wahrheit erzählt jedes Mal. Ich erinnere mich an Maliks Auftritt in Oblivion, wo er einem dann erzählt, dass sich irgendwie alle darüber beschweren, dass die Armbrüste rausgenommen wurden und dass es kein Wurfmesser mehr gibt, wobei es so eigentlich viel intelligenter ist, die Messer zu behalten, anstatt sie wegzuwerfen. Ist schon. So, hier haben wir einen Schlickschreiter. Standardfahrer, kann man töten. Ich weiß nicht, ob man die töten kann. Ich will es nicht ausprobieren. Weil die sind ganz schön praktisch, die Teile. Ja. Achso, das ist eine von den Reisemöglichkeiten quasi. Ja, da kann man mit dem Typen, der da oben steht, kann man dann reden und dann reitet man mit dem Ding einmal quer durch die Pampa. Na geil. Also eigentlich bekommt man nur ein Ladescreen angezeigt und gut ist. Ja, so gut so. Das wäre sonst nur etwas anderes laufen, das ist auch nicht besser. Ja, aber vielleicht geht's ein bisschen schneller. Balmora, Magiergilde. Innenbereiche werden geladen. So. Nein. Keine Lust. Hier runter. Yay. Und da ist ja auch schon unsere hässliche große Freundin. Sagt, was ihr braucht. Schankramuskop. Was? Schon wieder da? Ist es wegen des Auftrags, den ich euch gab? Ja. Sehr gut, ich werde dann nur den Schädel von euch nehmen. Der ist genau richtig für das, was ich vorhabe. Danke. Gut, wie versprochen, werde ich an den Fragen über den Nerevarin-Kult beantworten. Dann mal los. Ja, erzähl mal, Alte. Dieser Arschländer-Kult glaubt, der tote Held Nereva werde wiedergeboren, um das alte Versprechen einzuhalten. Laut der Legende tötet der prophezeite Nerevarin die falschen Götter des Tribunaltempels, stellt den Ahnenkult der Arschländer wieder her und verjagt alle Fremdländer aus Morrowind. Tempel und Kaiserreich verbieten den Kult, aber es besteht unter den Arschländern weiter, da sie sich nicht um die Gesetze des Kaiservolks oder Tempels scheren. Gebt Kaius meine niedergeschriebenen Gedanken dazu. Moment mal, das habe ich doch alles schon mal gemacht. Falscher Safe State? Es gibt nur einen Safe State, also eigentlich. Okay. Vielleicht ist irgendwo ein Safe Game kaputt gegangen. Naja, macht nix. Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, aber. Also ich meine, ich habe in den letzten Folgen, die ich zusammen mit Kai gemacht habe, bis kurz nach dieser Mission gespielt. Das macht aber auch nichts, weil die Mission ist ja jetzt sowieso vorbei. Ey, immer diese Laufwege bei diesem Spiel. Naja, das ist halt ein Rollenspiel, da soll man sich ja in seine Rolle einfügen und genießen, ne? Also. Ja, ich genieße es richtig. Ich genieße es auch im richtigen Leben, die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen. Eben. Deshalb brauche ich das auch so voll in so einem Spiel und so. Also ne, im Prinzip ist es schon okay. Seid ihr gekommen, um über eure Anweisungen zu sprechen, Raketenkuh, oder wollt ihr etwas anderes? Nein, Befehle? Sind dies Scharns Notizen zum Nerevarin-Kult? Ausgezeichnet. Ich befördere euch zum Anwärter der Klingen. Wuhu! Raketenkuh. Nun lasst mich überlegen, wie dies in die Pläne des Kaisers für euch passt. Mir wäre lieb, wenn eure Leistungsfähigkeit sich erhöhte, bevor ich euch wieder losschickte. Nehmt euch also etwas Zeit, um eure Fähigkeiten und eure Tarnung. Tarnung? Ah, um eure Tarnung zu verbessern. Was will denn mit Tarnung? Zieht auf eigene Faust los und sucht Abenteuer. Wenn ihr dann über die nötige Leistungsfähigkeit verfügt, so habe ich neue Befehle für euch. Ja, machen wir. Naja, Tarnung, kommt drauf an.
Wie gesagt, mit Teil 3 kenne ich mich nicht aus, aber in Oblivion ist es ziemlich geil. In Oblivion so ist es ziemlich geil, hier ist es ziemlich scheiße. Okay. Also in Oblivion gab es aber auch geile Questdesigns, so Dunkle Bruderschaft, das war wunderschön, fand ich. Schon, aber der beste war immer noch der Download-Content, wenn man das überhaupt so nennen kann. Also er hat Fanmade gebimst da. Ja, die Mods, die waren auch geil. Ich habe mir auch einen Mod gezogen, also keinen richtigen Mod, sondern so ein neues Spiel auf der Engine. Nerim, ich weiß nicht, ob ihr das sagt. Mal gehört, aber nie gezockt. Habe ich mir runtergeladen, saugeil. Ja, wir sollen uns also jetzt irgendwie selber beschäftigen. Hast du in der Hand frei, wenn du Q drückst? Ha ha ha. Ja, wir gehen mal hier in die Kriegergilde. Im Moment benutze ich Q ja auch gar nicht. Solange man nicht so ewig lange Strecken laufen muss. Ich glaube, bei ihr kann ich mich hier einschreiben. Bei Mora Kriegergilde. Nee, doch nicht bei ihr. Bei ihr, genau. So, ich will der Kriegergilde beitreten. Ihr schaut aus, als würde euch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja, tatsächlich. Ja, nehmt mich auf, ist gut. Wir sind Aspirant. Yay! Befehle. Einfachen Auftrag, Höhlenrattenplage. Jop, jop. Diese Quest. Diese Quest, die wird so oft verarscht. Das ist einfach ein Running Gag. Also das Elder Scrolls. Mich auf. Ja, das geht darum, wir müssen in einem Keller von so einer Frau, die hier, glaube ich, auf der anderen Seite vom Fluss wohnt, wenn ich mich recht entsinne, Ratten töten. Und diese Quest wird halt in ganz vielen verschiedenen Rollenspielen aufs Korn genommen. Unter anderem auch in Oblivion gibt es auch eine Quest, bei der Kriegergilde auch. Da gibt es auch eine Frau, die Ratten im Keller hat. Aber man soll die Ratten nicht töten, sondern die Ratten beschützen vor, ja, vor so Luchsen oder Berglöwen waren es, glaube ich. Okay. Und in The Bard's Tale oder A Bard's Tale gibt es auch direkt am Anfang eine Quest, wo du ein Rattenproblem lösen sollst und du denkst, es sind so ein paar kleine Ratten und es ist eine riesige feuerspuckende Ratte. Auch geil. Und bei Nehirim auch wird das auch nochmal verarscht. Da bist du in der Mine und du sollst ein Rattenproblem lösen und im nächsten Moment sagt derselbe Charakter, der dir den Auftrag gegeben hat, schau mich nicht so an. Ich bin keiner, der sich irgendwie von Ratten unterkriegen kann, lässt, aber es sind sau viele. Du sollst die Löcher verstopfen und nicht einfach alle töten. Alles klar. Seid ihr der, den sie wegen den Höhlenratten schicken? Ja. Jupp, ist gut. Das wird einfach. Okay. Yay, aufgeschlossen. Und jetzt. Ich krieg natürlich sofort einmal eins auf die Fresse. Ja, komm, stirb schon. Was sind das für Spielen einfach Liebe? Ich meine, man spawnt gerade irgendwo da direkt einen Gegner in sich. Das ist aber sehr nice. Ja gut, der Raum ist zu klein, also. Ja, ja. Nee, ja. Aber trotzdem, zum Beispiel, wo waren das? Mario Last Levels, da gibt's eine Burg, da gehst du durch eine Röhre nach oben und stehst direkt an einem Goomba, der nirgendwo anders stehen kann. So was zum Beispiel. Und, ja, ich meine gut, bei Mario Hex gibt's das ja generell ziemlich oft. Ja, nee, nicht gemerkt, das ist ja Lost Levels, offiziell. Ach so, okay. Das verloren gegangene Mario 2 eigentlich, ne? Ach ja, genau. Wir haben anscheinend irgendwo eine Ratte. Ach nee, genau, die Ratte war bei ihr unten. Die hat die gute Frau nämlich im Schlafzimmer eingesperrt. Okay. Ich erinnere mich, da war ja was. Hallo du! Hey, Frauen und Ratten. Ja. Und irgendwie. Ja, aber wenn man sie fragt. Ob sie auf lange Schwänze stehen, dann ja, aber sobald es an Ratten geht, nein. Paradox. Boah. Nee, Frau. Ja, ist doch dasselbe. Ja, wir haben das erledigt, kriegen ein bisschen Geld und können jetzt zurückgehen und unsere eine Beförderung holen. Ich glaube, Frau ist das Superlativ von Paradox. Ja, das könnte auch sein. Ich habe übrigens mal deine Adventure Map Minecraft angezockt. Und wie weit gekommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwo war ein Bug, wo ich dann nicht weiterkam oder wo ich einfach das Rätsel vielleicht nicht durchblickt habe. Beförderung. Yay, wir sind jetzt Schüler. Dann wollen wir neue Befehle. Das haben wir doch schon gemacht. Achso, okay. Weitere Befehle. Eiermine hier in der Gegend hat ein Problem mit Eierdieben. Ihr werdet das lösen. So.
Eier, die hört sich vielleicht dumm an, aber Quama-Eier gehören zu den wenigen Dingen, die es wert sind, in dieser lausigen kleinen Provinz exportiert zu werden. Drambero, der Besitzer der Eiermine Schulk, möchte an Dieben ein Exempel statuieren, um andere Minenarbeiter vor dummen Ideen abzuhalten. Die Eierdiebe Sevilo, Otan und dann diese Namen Daynila Valas sind früher Minenarbeiter und hier schon lange als Unruhestifter bekannt. Könnt ihr euch darum kümmern? Erstattet mir Bericht, wenn die Diebe tot sind. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, deine Adventure Map.